Hallo zusammen und willkommen bei 7 Days to Die mit Anduin Hallo. und Tibra. So, die Nacht über hörten wir einen Zombie auf einen Felsen einschlagen. Anduin, gehst du den mal suchen? Wie ein Zombie? Ja. Warum soll ich den Zombie suchen? Na, nicht, dass der mir dann nachläuft. Aha, okay. Soll er mir Bitte. nachlaufen? Ja, genau. Na gut, nachdem er 24 kann, kann er damit leben, dass er mir nachläuft. Er wird nicht allzu schnell sein. Nehme ich mal an. Ich glaube, das war Und hinterm ich Haus. glaube fast, er hat versucht, da diesen Stein abzubauen. Wir brauchen selber den Stein. Ja, in der Ja. Nacht. Ich höre ihn ganz massiv da bei dem einen Felsen. Hat er sich schon eine kleine Höhle reingeschlagen? So, ich laufe Richtung Baustelle. Wir haben ja einiges an Ressourcen bearbeitet in der Nacht zu Rohmaterialien. Oh, und weiter geht's mit dem Riesenprojekt. Es ist ein Kriecher, der hat sich quer durch den Felsen graben. Aha. Ich werde zwischendurch ein paar Bäume fällen. Wir brauchen Holz und Oh, Licht. Orangenledermantel. Oh, dann kann ich ja meinen grauen verwerten. Aber er ist nicht ganz voll. Nur halb voll. Ja, mein Grauer ist ja auch nie mehr voll. Ich bringe ihn dir mit. Ja, schön. Na ja gut, dann geht's wieder Richtung Baustelle. Und ich werde gleich überall nachpflanzen, wo ich ein Bäumchen fälle. Leg da drüben in die Kisten Cobblestone Frames rein, oder hast du welche? Habe welche gemacht? Gut, passt. Ich habe nämlich auch einige, weil dann hätte ich nebenbei, also dann hätte ich wieder abgraben. Okay, Weil na, wir dann leg müssen es ein mal rein. bisschen verbreitern, das Ganze. Ja, den Säulenraster. Werden wir dann noch brauchen? Ja, machen wir das. Machen wir nochmal am Anfang und wenn das gesetzt ist, Okay. dann würde ich die Baugrube fertig ausheben. Und du kannst die Cobblestones machen. Und da Und das steht ein Stiegenhaus stelle ich auf. Riesenbaum. Den ersten Teil zumindest vom Stiegenhaus. Ah ja, genau. Und Wasser müssen wir nachfüllen. Das hätte ich jetzt fast vergessen, weil ich es nicht gleich rausgelegt habe. Gläser. So. Jupp. Ja, du bist schon an mir vorbeigelaufen. Nee. So einer tollen Axt geht natürlich das ganze ruckzuck. Könnte noch schneller gehen, natürlich. Ja, nicht wundern, wenn wir da an den Vogelnestern und so vorbeilaufen, da zwischen den beiden Häusern. Also wir sehen sie schon, aber wir haben die schon alle ausgeräumt. Ja, genau. Dafür Also haben wir ungefähr 1000 Federn. zumindest ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass wir da noch wo eins finden. Bin auch gleich da. Ja, und warum ich die Cobblestone Frames, das ist vielleicht da eine wichtige Info für die Zuseher, warum ich die Cobblestone Frames der Tibra nicht so rausgeschmissen habe, es ist momentan relativ verpackt. Das heißt, es ist besser, wenn ihr was austauschen wollt im Multiplayer Über eine Kiste. über eine Kiste, ja, weil die Sachen verschwinden pausenlos. Genau, man wirft sie raus und weg sind sie. Achso, dir sollte es in die eine da liegen, gell, wo du schön dazukommst. So. Cobblestone Frames. Soll ich es reinlegen, oder? Ja, leg's einfach rein, ich hol's mir bei Okay. Bedarf. Passt. Gut. Sind gleich neben den Wood Frames. So, ich mach noch ein Concrete Wobei, Mix. ich bin dämlich. Ich brauche es ja sowieso einen Teil davon. Habe ich jetzt Nehme alles es da? jetzt Ich habe einfach einmal Steine, mit. ich habe Clay, ich habe So viele Sand. sind sie nicht. Ich habe mir es Mach doch einen wieder genommen. Grabstein. Ich brauche es ja Okay. zum Aufbauen vom Stiegenhaus. Okay. Ui, das war jetzt sehr gefährlich.
Früher hätten wir sie das Bein gebrochen. So, dann brauchen wir Cobblestone Den Frames. Rauster für die Säulen nicht vergessen. Ich werde dort mal weiter Platte beginnen zu befestigen. Was tut der jetzt? Ach Gott, mal aufpassen. Wenn man Concrete Mix drinnen hat, dann tut er den Cobblestone Block weiter Ja, genau. aufrüsten. Das wollte ich eigentlich nicht. Na gut, verschmerzt bei der eine. So, 1, 2, 3, 4, 5, Ein etwas Concrete Mix habe ich dabei. Soll ich da gleich? Ah, das wird Cobblestone, gell? das ist Cobblestone. Ja, dann mache ich gleich. Das ist praktisch das Niveau der Platte, die wir hier einziehen. Und So und da drauf kommt das Stiegenhaus, ja, mit Beton. ich setze da auch gleich die Säulen. Okay, ja, Eins, bitte. zwei, drei, vier, fünf. Okay, das stehen wir eh an. Passt. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5, zack. Da einen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Der ist da, der ist da, der ist da. So, jetzt passt's wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, drei, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, genau. So, dann nach unten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Einer, 1, 2, 3, 4, 5. Einer. So, oder? Sollte passen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, Oh, das 4, Material 5. schwindet wie im Fluge. 1, 2, Naja, es geht. Ich habe nur 3, 4. 1482 Rocks. Da kommt der nachher. Ha. Dann setzen wir da auch. Nächste wäre dann da dran, den können wir sich sparen. Den können wir sich auch sparen. So. Säulen werden dann ja in die Höhe gezogen, gell? Jetzt braucht man da. Bitte. Säulen werden ja in die Höhe gezogen. Und nach unten weiter. Ja. Werden sie nach oben Beton oder Cobblestone? Na, da kommen jetzt nur zweimal, also da kommt nur mal Cobblestone drauf. Und ab dann kommen es mit Beton. Ja, ich glaube, bis jetzt schaut es noch ein bisschen konfus aus, aber ich glaube, es wird gleich klarer. So.
schön. Klinge ich da überall hin? So, die Reaper Frames. Oh, kann ich? Ich habe ein bisschen Concrete Mix da. Darf ich die anfüllen? Ja, du kannst anfüllen. Füll alles an. Oh. Guck so, ich guck so. Cool. Schaut das aus. Also zuerst verbraucht man Holz. Schau mal. Da wirst du nicht allzu viel mit. Erst verbraucht man Holz 10 Stück und dann verbraucht man 10 Stück Concrete Mix. Okay. Schaut aber nicht aus wie der Beton. Ja, vielleicht ein bisschen ausgehärtet ist oder so. Du, keine Ahnung. Dass dann das, die Holzoptik verschwindet. Aber das war doch der Block, oder? Ja, von oben schaut er so aus, nur dass er noch vollkommen nass ist. Aha, ja, kann sein. Man kann ihn auch nicht mehr weiter aufwerten. Möglich, dass das aushärtet. So, ich bin mit meinem Concrete Mix am Ende. Ich habe keinen Zement mehr mitgenommen. Macht aber nichts. Ich werde mich den Cobblestones widmen, gell? Mhm. Hauptsache, das Ding ist hart. Wenn es fertig ist. Ich glaube, das ist ziemlich hart. Also, da werden Zombies, glaube ich, nicht so schnell durch sein. Okay, dann bin ich beruhigt. Jo. Das Problem, dass man zu wenig Holz haben. Oh, Moment, ich habe 890 Holz bei mir. Okay. Ich schau mal, ob ich da oben in der Kiste noch was habe. Ich glaube zwar nicht. Ich schwinde ein paar Bäume um. Genau. Ich werde die Cobblestone-Platte wird flächig, gell? Jupp. Yep. Ah! Was denn? 1000 Holz. Doch noch richtig erinnert. Irgendwo hat was in mir ins Ohr gekronzt. Ja, ich bin hunted.
Ah ja. Ich lauf mal weg. Ich bin nämlich nicht so gut im Schießen. Wenn ich weglaufen kann. Etwas, das ich gar nicht mag. Oh, da kommen ein paar. Bist du? Ah ja. Ach. Hey, da kommt noch So, der wen. ist einmal weg. Ah ja, da kommen noch welche. Ja, der ist jetzt. Unten drunter müsste auch einer sein. Ja, habe ich schon gesehen. Wie habe ich den getroffen? Zappelding ist ein Wahnsinn. Ach ja, das härtet aus. Jetzt sehe ich sie. Oh, wie kommen die rauf? Ah, die werden das Stück springen. Erst. Oh. Dass sie wieder. So, der ist auch weg. Wo ist jetzt der letzte? Ah, der ist da gestorben. Sehe Okay. keinen mehr. Ich glaube, das war's. Okay. Habe den einen dann doch getroffen. Liebe Pizza, du hast recht, es trocknet aus und dann passt es. Jetzt schaut es so aus, wie wir es gewohnt sind, oder? Ja. Okay. Ich dachte schon. Was haben wir bekommen? Das verrottete Fleisch weg damit. Fett und Knochen behalten wir. Gut, weiter geht's. War das dumme Aufkommen zum Tag? Ich So, glaube, was mittlerweile ist kann mit man dem? den Plan erkennen. Was fehlt uns dann dringend an Ressourcen? Alles. Okay, das heißt, Na, ich glaube Fallen. Holz auf alle Fälle. Und Steine. Ja, und Sand, denn wir werden einiges an Zement und Concrete Mix noch brauchen, gell? Ach, jetzt schlage ich auf den ein. Mein Gott. Das war jetzt wieder intelligent. Hab gerade auf den Rebar-Frame eingeschlagen, jetzt kann ich nicht. Muss er vorher repariert werden mit Iron Fragments. Hast du welche? Na. Moment. Ich hätte welche. Ich lege sie dir dann oben in die Kiste. Ja, da sind eh welche drin. Ich hab da oben Okay. in einer Kiste welche. So, jetzt mache ich mir vorher die Räder fertig.
glaube, ich habe einen nicht fertig machen können, einen Frame. Reaper Frame vorhin. Oder doch? Mal sehen. Na, es ist alles Okay. fertig. Na, dann hat sie funktioniert. Viel Arbeit, wenig Lohn und immer wieder wird man gestört von Zombies. Schon wieder? Nein. Ach so. Wenn wir das Stiegenhaus mal fertig haben, könnten wir doch die Kisten dann dort übersiedeln, oder? Ja, genau. Deshalb Ja, dann kann ich den Stein wegnehmen. baue ich hier dran. Das wäre eigentlich die Idee. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 so Schichten kommen da jetzt übereinander. Naja, das ist der Defekte. Da holen wir sich aber jetzt gleich das Eisen, dass wir den auch fertig bekommen. So, Eisen, Eisen, Eisen. Oh, eine schöne Fläche ist das ja schon. Gut, wir sind mit dieser Folge wieder fertig. Und Stimmt. ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und unterstützt uns seelisch bei dem Bauprojekt. Also dann, bis dann. Open Attitude Challenge, okay. Ja, dann auf bald. Ciao.